Kinderkrankenpflege ist mir besonders wichtig. Jeden Tag ist eine Herausforderung, kranke und pflegebedürftige Kinder aller Altersstufen zu versorgen, um ihr Leben zu retten. Man ist zuständig für säuglicher Kinder und Jugendliche. Faszinierend ist am Beruf, dass es mir viel zurückgibt. Das lachende Kind am Ende ein neues Leben entstehen zu sehen, ist am schönsten. Es ist teilweise sehr schön, im sozialen Bereich zu arbeiten. Sorgfalt, Geduld, Respekt und Verständnis, das gibt einem viel Energie und Leidenschaft. Kinder sind ja unsere Zukunft. Mit jedem Herzschlag neugeborener Baby blickt man quasi mit hoher Verantwortung, Bewusstsein in die Zukunft. Nahe beim Kind zu arbeiten ist kein Beruf, sondern eine Art zu leben. Ich bin Kerim Slim, 33 Jahre alt, Kinderkrankenpfleger für Intensivpfleger und Anästhesie. Bin seit ungefähr 8 Jahren in der Abteilung für Kinderchirurgie tätig. Ich werde als Kinderkrankenpfleger in der Klinikum Josephinum in München arbeiten. Ich habe mich das theoretische und praktische Wissen während meines Studiums an der Hochschule für Gesundheitswissenschaften für 3 Jahre angeeignet. Ich hatte eine gute Unterstützung seitens meiner Dozenten erhalten. Um gut in der Praxis handeln zu können, und dann geht man mit einer weißen Kleidung, einer Schutzhandschuhe und einem Mundschutz auf die Station. Ich habe die Chance ergriffen, viele Praktika in verschiedenen Kliniken zu machen, im Notdienst in der Polyklinik Ligesma und in der Kinderchirurgie in der Polyklinik Miron. Da hat man die verschiedenen anatomisch-physiologischen Grundlagen, die notwendigen Prophylaxien zur Linderung und Verrotung von Erkrankungen erworben. Zu meinen Aufgaben gehörten, Ärzten bei leichten operativen Eingriffen zu assistieren, Wunderversorgung, Blutabnahme, Pflegemaßnahmen und Dokumentation und Verwaltungsaufgaben. Man bedient sich sorgfältig einiger Materialien, Fieberthermometer, Spritzen, Röntgenapparat, Magensonde, Dauerkatheter, CTG und Überwachungsmonitor. Auf die Patientensicherheit und der fachgerechten Umgang mit denen wird man aufbereitet. Man ist immer auf Säugling- und Kinderstation einsatzbereit. Handelt es sich um Frühjahr-, Spät-, Nacht- oder Wochendienst, ambulant oder in einer Praxis? Besonders gern mag ich in meinem Beruf, natürlich neben der Arbeit mit Kindern und Eltern, ist die Arbeit im Team. Ich hatte eine gute Erfahrung mit Freunden, mit den Kollegen. Es macht mir Spaß, mit denen zu arbeiten. Die Atmosphäre war sehr kollegial. Wir haben Erfahrungen ausgetauscht. Das war wirklich ganz toll und ich freue mich auf mehr. Absolut aus professionellen Gründen. Finanziell betrachtet hatte ich eigentlich die Auswahl zwischen den Emiraten, Saudi-Arabien, Großbritannien und Deutschland. Ich habe mich aber für Deutschland als Willkommenkultur entschieden, weil es in Deutschland viele Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung gibt. Da kann man eine gute Basis schaffen, um sein Wissen zu erweitern. Ich ziele darauf ab, das gelernte Wissen optimaler einzusetzen. Ich habe so viel recherchiert und habe festgestellt, dass die entwickelte Technik in der deutschen Gesundheitsrichtung mich gut auf eine ausgewogene Praxis vorbereiten werde. Man redet von E-Health, digitalen EMR-Version der Krankenakt, Cybermedication, 3D-Druck, Roboter zur Unterstützung bei der Pflege. In der Medizin kommen jetzt radioaktiv Isotope wie C14 oder H3 zum Einsatz. Es ist ein abwechslungsreicher Beruf. Man hat jeden Tag eine neue Herausforderung. Und da ich immer mehr in Lebens- und Todessituationen involviert bin, werde ich keine Zeit verschwenden, um mich in meinem Beruf weiterzuwachsen.